Ein guter Hunderucksack für einen Spitzenpreis? Wenn euch das interessiert, dann bleibt ihr einfach dran. Ja, moin moin, mein Name ist Alvo und heute soll es um diesen schicken kleinen Hunderucksack von One Tigris gehen in der Canvas-Variante Größe Mittel. Ich habe den jetzt mehrmals getestet. Mein kleiner Hund Samwise nimmt den auf Mehrtagestouren mit, um sein Fressen, seinen Napf für Trinken und ein bisschen Reservewasser selbst mitzuschleppen. Das nimmt mir gute 3 Kilo ab. Finde ich also super, ne? Weil ich habe keine Lust, die immer extra mitzuschleppen. Das kann der Gute auch mal selber machen. Bei diesem Ding bewegen wir uns in einer Größe für Hunde von ungefähr 30 Kilo, 25, 30 Kilo und einem Preisbereich von 30 Euro. Also gar nicht so viel Kohle. Das Ding ist aus Canvas, gibt es aber auch noch aus D-Nylon in verschiedenen Stärken und Größen. Das heißt, da müsst ihr mal gucken, es gibt sogar noch eine günstigere Variante, aber es geht auch noch für den doppelten und ich glaube sogar teilweise dreifachen Preis. Da sind das dann aber Monster-Dinger mit noch tausenden Extra-Taschen, die schon taktische Elemente erfüllen. Ich wollte aber eher was für den privaten Bereich. Canvas, einmal ganz kurz zwischendurch, ist eine Webart von Baumwolle, also ein sehr strapazierfähiges Baumwollgewebe, sehr schön fest, ja, reißt nicht so schnell. Wenn der Hund mit dem Ding mal durchs Unterholz brettert, ist nicht so schlimm, wenn er mal eine Dorne erwischt, weil das Ding kann das ab. Kommen wir doch einfach mal zu den grundlegenden Funktionen. Wir haben hier natürlich den Halsbereich für den Hund, dass wir das so vorne einmal festmachen, dass er da so reinschlüpfen kann. Ich zeige euch natürlich auch nochmal Bilder, wie der Hund das anhat etc. Und dann haben wir hier unten noch 2 Gurte, die dann unterm Bauch durch sollen, ne? Sodass der Hund sozusagen hier reingeht und dann kann er das so tragen. Ganz entspannt. Was haben wir sonst so für Funktionen? Erstmal haben wir natürlich diese ganzen Clips hier, die das Ganze auf und zu machen, sehr praktisch machen. Obendran haben wir so einen Henkel, ich würde sagen ein Nothenkel, ein Tragehenkel könnte man fast sagen, weil das Ding ist wirklich sehr, sehr gut vernäht. Ihr seht das hier überall doppelt und dreifach und das ist halt auf beiden Seiten gemacht und dann auf beiden Seiten auch nochmal ein D-Ring. Daran kann man zum Beispiel eine Leine befestigen, was durchaus hält. Ich habe das jetzt mehrfach ausprobiert, er blieb an Touren länger an diesen D-Ringen an der Leine dran und das hat ihn gehalten, selbst wenn er mal ein bisschen gezogen hat. Ansonsten spiegeln sich die Seiten links und rechts. Wir haben sozusagen ein lockeres Außenfach, wo mit Klett dieses kleine Band drauf ist, mit noch einem D-Ring. Und hier außen kann man so lose Sachen dranbringen. Ja, hier ist zum Beispiel so ein Kotbeutel, ne? Kennt jeder und ist auf der anderen Seite auch. Nur, dass auf der anderen Seite nochmal in Leder das Logo von One Tigris drauf ist. Herzstück aber natürlich sind die großen Taschen, die hier per sehr qualitativ hochwertigen Reißverschluss drin sind, sodass man hier an große Taschen rankommt. Hier seht ihr noch mehr Beutel drin und dann nochmal eine kleine Extratasche, wo man nochmal Sachen zum Beispiel im Impass reintun könnte. Insgesamt sind die ganzen Reißverschlüsse sehr gut verarbeitet. Es fühlt sich alles sehr wertig an. Ich muss sagen, für 30 Euro hatte ich weniger erwartet, bin aber absolut positiv überrascht. Hier auf der anderen Seite auch nochmal das Fach, auch nochmal mit extra Innenfach. Und im Prinzip war es das ja auch schon mit den ganzen grundlegenden Funktionen von dieser Hundetasche. So, jetzt versuche ich die mal Samwise anzuziehen. Und zwar während die Kamera drauf hält, bin ich mal gespannt. Ja. Ja. So, und wie man jetzt hier sieht, ist schön dran. Und hier unten kann man auch die Länge verstellen. Da komm, ab. Wie ihr gesehen habt, das mit dem dran machen, das ist überhaupt gar kein Thema. Ihr könnt natürlich noch die Länge der 3 Gurte, die zur Befestigung an den Hund dran sind, feststellen. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Messt vorher, wie die Halsbreite und die Brustbreite von eurem Hund ist. Das ist dann genau angegeben, ne? Wie die einzelnen Modelle, welche Länge da am besten ist. Über die Langzeitqualität kann ich noch nichts sagen. Ich habe das Ding jetzt erst ein halbes Jahr in Benutzung. Ich sage irgendwann vielleicht nochmal dezidierter Bescheid, ne, falls sich da irgendwelche Mängel auftun sollten. Ich gehe nicht davon aus, weil One Tigris an sich ist ja eine Qualitätsmarke, die durchaus einen gewissen Standard hat. Und das merkt man auch in der Verarbeitung von diesem Hunderucksack. Insgesamt freue ich mich sehr über den Kauf.
eben weil es für das geringe Geld so qualitativ hochwertig ist, weil es da genau die richtigen Varianten verschiedene gibt, die man sich für den Hund aussuchen kann und genau die Funktionen dabei sind, die man so haben möchte und auch das Sicherheitsgefühl, dass alles gut vernäht ist, ne? Das ist mir besonders wichtig für den Hund, damit man halt die Leine dran befestigen kann, damit man ihn daran mal festhalten kann und so weiter und so fort. Ab jetzt trägt er 3 Kilo mehr, ich 3 Kilo weniger. Ich finde es super. Ich hoffe, die kleine Review hat dir gefallen. Du konntest dabei ein bisschen was mitnehmen. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann schreibst du da einfach unten in die Kommentare rein. Dann kann ich darauf antworten. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos zu Outdoor-Ausrüstung, so wie immer. Und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren bzw. meinen Outdoor-Channel abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Alle Links natürlich zu Produkten und so weiter findest du unten in der Videobeschreibung, so wie bei jedem Video von mir. Und ich sag, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.